Herzlich willkommen zu unserem BT-Podcast. Du hörst unsere Predigtserie durch den Titusbrief zwischen Abgrenzung und Anpassung. Das ist Teil 2. Unterschiedliche Lifestyle. Herzlich willkommen bei uns im BT-Gottesdienst. So schön, dass du da bist. Wir sind bei Teil 2 von unserer Serie durch das Buch vom Titus. Wir lieben es ja bei uns, dass wir durch Bücher von der Bibel durchgehen, sodass wir nicht einfach nur so unsere Lieblingsverse predigen, sondern dass wir wirklich das ganze Wort durchgehen können. Und hey, nach einer gewissen Zeit, irgendwann werden wir vielleicht die ganze Bibel mal geschafft haben. Das dauert eine Zeit, aber. Und jetzt sind wir mit dem Titusbrief dran. Und ich liebe den Brief, er ist einfach so dicht und er ist auch so klar geschrieben und auch sehr praktisch. Und gerade jetzt im Kapitel 2 geht es darum, wie wird das, was uns im Kapitel 1 gesagt wird, von unserer neuen Identität, davon, dass Gott andere Standards hat, als in dieser Welt sind. Wie tut sich das auswirken auf unseren Lifestyle? Auf so, wie wir dann unser Leben gestalten. Weil erinnern wir uns als letztes Mal, dort haben wir gesehen, dass die Gemeinde auf der Insel Kreta, wo noch recht jung ist, dass die einige Probleme hatte. Und zwar erstens haben die gar kein Leadership, die haben gar keine Leitung gehabt, die eingesetzt worden ist. Die haben keine Hirte gehabt. Und eine Herde ohne Hirte ist schutzlos. Und es kommen Sachen von aussen rein. Die Welt hat andere Standards und die kommen in die Gemeinde rein. Und gleichzeitig innerhalb der Gemeinde, so lesen wir, hat es auch Leute, die selber Standards aufstellen, die viel religiöser und strenger sind, als das Gott eigentlich hat. Also von innen sind sie bedroht, von außen sind sie bedroht. Und der Paulus sagt am Titus, ich schicke dich für die Mission Impossible fast, für die schwierige Situation. Und ich wette, dass du Leiterschaft, qualifizierte Leiterschaft, durch einsetzt in dieser Gemeinde. Und dann sagt er, wie das geht. Und jetzt geht es weiter, was die ganze Gemeinde betrifft. Wie sieht das aus, der Lifestyle, der sich eben halt unterscheidet, wo ein unterschiedlicher Lifestyle ist. Und darum heisst auch diese Reihe zwischen Abgrenzung und Anpassung. Und wer sieht zuerst, sagt er, etwas zu den Männern und dann sagt er etwas zu den Frauen. Zuerst fährt er mit den Männern an. Ist das okay, Männer? Gut. Also ihr seht, wir haben eigentlich drei Sachen heute. Erstens das, was er zu den Männern sagt, dann das, was er zu den Frauen sagt und dann auch her, dass wir Kraft und Motivation einfach für das Ganze dann überkommen. Und er sagt am Titus folgendes, Titus 2, 1, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Also das, wo am Anfang vor allem steht, damit Veränderung kommt, damit wir eben mehr und mehr den Lifestyle hineinkommen, wo Gottes Volk auszeichnet, steht sein Wort. Und das ist auch der Grund, einer von den Gründen, wieso wir Woche für Woche zusammenkommen. Es ist so wichtig, können unter das Wort kommen zu sagen. Es ist so wichtig, dass das Wort, dass die gesunde Lehre kann verkündigt werden. Weil das ist der Anfang, oder? Aus dem Wort, vom Hören vom Wort kommt der Glaube. Amen. Und darum kommen wir zusammen Woche für Woche. Und es ist übrigens auch etwas anderes, wenn man via Video schaut. Weißt du wieso? Weil das eine ist die Verkündigung. Und was wir jetzt sehen, ist auch, dass man zusammenkommt, sich sieht, sich aneinander reibt. Das gehört alles dazu, damit das passieren kann, was jetzt nämlich als nächstes kommt. Der Paulus tut zuerst Männer ansprechen und sagt am Titus folgendes, Vers 2, die älteren Männer, haltet dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Was meint ihr denn zu diesen Männern? Klingt gut? So weit, so gut? Ja, die Frage ist, was ist überhaupt gemeint mit älteren Männern? Wer ist da betroffen? Es ist schon witzig. Wir haben zum Teil 70-jährige Männer in unserer Gemeinde, die sagen, ich bin noch zu jung für die Seniorengruppe. Von dem her,
Von dem her ist es ja relativ. Und damals war ja die Lebenserwartung viel tiefer, so zwischen 30 und 40 Jahren. Das heisst, es ist schon noch etwas anderes, was ein älterer Mann ist. Aber man kann so ein bisschen sagen, wenn Kinder anfangen, selbstständig werden, das ist so ein bisschen das Alter. Das ist so ein bisschen bei uns so 50, Mitte 50, oder? Also, es sind so ein bisschen die Altersgruppe und aufwärts, wo zuerst angesprochen wird. Die älteren Männer. Und das Wort zuerst, wenn er sagt, besonnen, das ist eigentlich das Gleiche wie nüchtern, ist eigentlich das Gegenteil von betrunken. Und Kreta war bekannt für einen erstklassigen Wein. Und sie hatten so Weinhäuser. Und dort können einfach, ist immer Happy Hour gewesen, sozusagen. Oder? Es können so viele die Lampen füllen. Und offenbar war das auch nötig gewesen, weil irgendwann ist, oder, an einem gewissen Alter, denkst du, hey, jetzt habe ich alles gemacht und so. Und was soll jetzt noch mein Leben? Und es geht doch manchmal auch der ein oder andere so, wenn es so in Richtung Pension geht oder schon pensioniert bist, dann denkst du, ja, und jetzt? Jemand hat erzählt, dass er nach langem wieder mal seine Eltern ist, besuchen. Und dann hat er gesehen, die sind den ganzen Tag vor dem Fernsehen. Oder es gibt auch andere Sachen als Alkohol, wie wir können uns benebeln und irgendwo das auf die Seite drängen, dass mein Leben hat eigentlich nicht mehr so viel Sinn. Und er sagt, es ist aber wichtig, ein glaubwürdiges Leben können zu führen, es hat damit zu tun, verantwortungsbewusst zu sein. Das heisst, dass wir nach wie vor für Dinge Verantwortung übernehmen. Und für was sollen wir ältere Männer, für was sollen ältere Männer Verantwortung übernehmen? Es ist genau das, was der Paulus jetzt mit dem Titus macht. Weil der Paulus ist ja auch schon ein älterer Mann und er ist nicht sich einfach pensionieren. Er hat gesagt, so, jetzt können ein paar Junge übernehmen. Sondern er hat er investiert, eben in einen Titus zum Beispiel. Wo er einen Sohn nach dem Glauben nennt. Einen, wo er der Mentor war von ihm, wo er geprägt hat. Und das ist das, wo wir jetzt gerade lesen. Wo der Paulus als älterer Mann investiert in Jüngere. Ich liebe es manchmal, wenn so Anfragen kommen, hey, können wir ein Zimmer, können wir ein Zimmer reservieren? Ja, wieso? Ja, wir haben eine Mentoring-Session. Das passiert die ganze Zeit. Ist so schön. Ältere Männer, die sich mit Jüngeren treffen, Jüngere auf Ältere zugehen und sagen, hey, ich habe ein paar Fragen, kannst du mir ein paar Sachen erklären? Das passiert andauernd. Ich finde es grossartig. Ich habe kürzlich zwei getroffen, die da gestanden sind. Hey, was machen wir? Ja, wir haben gerade eine Mentoring-Session. Ich liebe das. Ältere, die sich investieren in Jüngere. Und es gibt viele, die das machen und ich liebe das. Und jemand, der das zum Beispiel macht, wo ich kurz führen bitte, ist der Christian. Komm doch schnell führen. Was er macht so Leadership-Übung, wo er einfach jüngere Männer einlädt zu sich heim und erzählt uns so kurz, was macht ihr an so einer Übung dann? Also es sind nicht nur Leadership. Das ist halt so das Englische, oder? Leadership, sondern ich mache auch so Mannen oben, dem sage ich so. Und das hat sich vor ein paar Jahren ergeben. Und es ist interessant, es sind eigentlich jüngere Männer, wo also 1, 2, 3, wir sind meistens das zweite oder das dritte. Aber dann tun wir miteinander zuerst essen. Wir reden miteinander, austauschen miteinander. Also, und was auch noch interessant ist, ich bin so ein bisschen ein Hi-Fi-Freak, oder? Und die zwei oder drei davon auch. Und dann hören wir nachher Musik miteinander. Aber was auch sehr gut ist, wir haben auch gute Gespräche untereinander. Super. Und was sind so Auswirkungen, weißt du, die du feststellst? Also, für mich mal selber ist sehr bereichend, weil sie erzählen natürlich von ihrem Alltag, von ihrem Job, von ihrer Arbeitswelt und oft kann ich auch Sachen reingeben und sie ermutigen und wir haben einfach eine gute Zeit miteinander, wo ich merke, dass sie schätzen es, weil sie kommen immer wieder, wenn ich sie einlade und das ist also sehr gut. Oder? Das ist lässig. Ja. Und wie ist das für dich selber? Weißt, profitierst du auch von dem? Also, ja, ich tue sehr von dem profitieren, weil, wie soll ich sagen, es ist natürlich, die Arbeitswelt hat sich auch verändert, oder? Und gut, es sind auch verschiedene Branchen, wo sie drinnen arbeiten, oder? Und der Austausch ist einfach für mich selber sehr wertvoll, weil ich merke,
merke einfach, wie es mich selber dort bereichert. Und wenn ich auch etwas reingeben kann, Ermutigung, oder wir beten natürlich auch miteinander, sind manchmal auch Anliegen drin, wo wir miteinander dafür beten. Und so der Vermutigung geschehen. Aber was ich sehr schätze, ist eine Gemeinschaft miteinander, Freundschaft miteinander. Und beim Leadership, das ist ein bisschen anders. Dort schauen wir ja miteinander so die Workshops dann anschauen, die Themen miteinander besprechen. Und dort kann ich auch Sachen reingeben, einfach von dem, was ich erfahren habe. Bevor ich Pastor wurde, bin ich erst mit 50 Pastor geworden, noch 15 Jahre. Aber vorher dann bin ich auch in der Arbeit, in der Geschäftswelt gewesen. Und da kann ich auch sehr viel beisteuern. Wie geht man denn mit einem Team um? Wie geht man mit Mitarbeitern um? Das sind meistens auch Leute, die Verantwortung haben, die eben ein Team führen. Und sehr, sehr wertvoll. Super. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke vielmals, Christian. Und ich weiss, das machen einige von euch und ich möchte euch ermutigen, liebe ältere Männer, überlegt euch, zu investieren in Jüngere. Und du fragst dich vielleicht, ja, um was geht es denn, wenn ich in Jüngere investiere? Was ist genau das Ziel? Und es ist gut, dass du fragst, weil es ist das Nächste, was der Paulus dann sagt, wo er zu den Jüngeren redet, im Vers 6, halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation, und das ist jetzt das Wort, verantwortungsbewusst zu handeln. Das ist so eine Frage, oder? Wann ist ein Mann? Was macht ein Mann aus? Und da haben wir eigentlich eine Antwort auf diese Frage. Ein Mann ist jemand, der gelernt hat, oder am Lehren ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für was? Für all die Sachen, die Gott dir anvertraut. Und wenn wir noch weiterlesen, sehen wir, dass da zum Beispiel der Job eine Rolle spielt. Vers 9. Den Sklaven schärfe ein. Denkst du, ja gut, Sklave. Wobei, so ein Millennial, also würde wahrscheinlich sagen, ja, ich fühle mich wirklich wie ein Sklave, oder? Mein Chef, der lässt mich nicht von daheim aus arbeiten. Und ich würde eigentlich am liebsten nur ein oder zwei Tage arbeiten, oder? Und immer so ein bisschen, und dann wagt es noch, mich zu kritisieren. Einfach, ich fühle mich wirklich wie ein Sklave. Ist möglich, aber du fragst dich jetzt, was hat das zu tun, genau, was da der Paulus sagt, den Sklavenschärfe einzig ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Was ist das? Das ist der Paulus pro Sklaverei. Ist die Bibel pro Sklaverei? Das wird ja manchmal so vorgeworfen. Wir haben das letzte Mal das schon angeschaut. Wenn da in der Bibel von Sklaverei geredet ist, ist etwas anderes gemeint als die Sklaverei aus dem 17., 18. Jahrhundert, wo rassenbasiert war, wo lebenslänglich war, Ausnutzung war. Sklaverei ist zu keiner Zeit etwas Schönes gewesen, aber in der Antike, im Altertum, hat sie eine Spanne umfasst von verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Das können Ärzte gewesen sein, hohe Beamte gewesen sein, die sind alle Sklaven genannt worden, die einfach mehr Herr verpflichtet gewesen sind, sind ein Teil vom Familienbetrieb gewesen. Also, es ist ein riesiges Gebiet. Das heisst, du kannst nicht einfach vorwerfen, der Paulus hätte hier aufstehen gegen Sklaverei. Erstens, haben die Christen dazu noch nichts zu melden gehabt. Sind selber verfolgte Minderheit gewesen. Und zweitens handelt es sich um etwas anderes. Und Veränderung im Reich Gottes passiert nicht so sehr durch das System von oben nach unten, von außen nach innen, sondern Veränderung, christliche Veränderung passiert von innen nach außen. Und das ist auch der Grund, wieso, dass überall, wo dann eigentlich das Christentum hergekommen ist, ist Sklaverei abgeschafft worden, früher oder später. Im Mittelalter ist es verschwunden. Dann ist es dann so gekommen. 16., 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ist wieder verschwunden auf Initiativen von gläubigen Menschen, die die Bibel als Grundlage genommen haben. Wieso? Wir haben ein Beispiel, wie der Paulus umgeht mit Sklaven. Es ist ein entlaufener Sklave zu ihm gekommen, der Onesimus. Und es war ein Nichtsnutz gewesen, hat geschrieben über den. Aber der hat so Jesus gefunden durch den Paulus. Und dann schickt er ihn zurück zu seinem Herr. Also sie haben die Ordnungen, die sie sind, beibehalten. Aber was eben speziell ist im christlichen Glauben und was auch der Grund ist, wieso dass Sklaverei abgeschafft worden ist, wegen dem, was eben im Herz passiert. Er sagt am Philemon, das ist der Herr von dem entlaufenen Sklaven Onesimus, dass er ihn selber wieder zurücknehmen, jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich? Als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, schrieb er dem Herr, dann nimm ihn auf wie mich. Versteht ihr?
christliche Transformation von Gesellschaften kommt von innen nach außen, nicht von oben diktiert, oder? Nicht wie so viele weltliche Ideologien. Das hast du vielleicht auch schon gehört von der französischen Revolution, oder? Im Namen von der menschlichen Vernunft Gottlob. Kurze Zeit werden 50'000 unschuldige Männer, Frauen und Kinder im Kopf kürzer gemacht. Oder Sozialismus, Kommunismus im 20. Jahrhundert, wo über 100 Millionen Opfer hat. Einfach der Wahnsinn. Der Mensch, der selber will das Utopia auf dieser Welt errichten und sagt, wir gehen von außen nach innen, wir gehen unter Zwang, den wir Menschen verändern und System verändern. Das christliche Reich und der christliche Glaube schafft anders von innen nach außen. Und das müssen wir einfach sehen, wenn der Paulus hier redet von Sklaven, tönt euch nachher unterordnen. Du bei deinem Job, beklag dich nicht ständig, sondern mach deinen Job richtig. Stelle bei deinem Job. Denk nicht, ja, ich habe das verdient oder das darf ich haben. Auch wenn es Kugelschreiber sind oder was auch immer. Sondern bist wirklich einer, der treu und zuverlässig ist. Wieso? Das heisst nachher weiter, alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Oder nichts Schlimmeres, als wenn man weiss, du bist Christ, und ich hoffe, man weiss, du bist Christ, aber man sieht, hey, den kann man nicht brauchen beim Arbeiten, oder? Und dann klaut er noch und so weiter, oder? Das tut sich alles abfärben dann, denke ich, ja, die Christen, oder? Der Paulus sagt, das ist ein Zeugnis, das soll eine Empfehlung sein, wenn man dich sieht beim Arbeiten. Also mal den Job, als Mann Verantwortung übernehmen beim Arbeiten. Und dann ist es möglich, dass er dir eines Tages eine Frau, eine Ehefrau schenkt. Das heisst der Spruch 18,22, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Amen. Halleluja. Man hat Gunst erlangt vom Herrn. Hast du gewusst, wenn du eine Ehefrau hast, dass du der Pastor bist von deiner Familie? Hat dir das schon mal jemand gesagt? Du bist der Herd, du bist der Pastor von deiner Ehe, von dieser Ehebeziehung. Gott gibt dir da eine spezielle Verantwortung. Wir sehen zum Beispiel Epheser 5, 23, ich werde dir das kurz zeigen. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und bevor wir hier Entrüstungsstürme jetzt irgendwo haben, müssen wir uns zuerst fragen, was meint eigentlich die Bibel, wenn sie eben von Oberhaupt oder von Hirte oder von Pastor, von so Verantwortungsfunktionen redet? Also, wie genau ist Jesus überhaupt? Was macht Jesus für seine Gemeinde, für seine Brut? Wir lesen weiter im Titus 2, 14. Jesus, also Christus, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Also, wie ist Jesus überhaupt? Wie ist Jesus der Hirt? Wie ist Jesus der Pastor in Bezug auf seine Gemeinde, auf seine Brut? Er hat sein Leben hergegeben und er setzt alles daran, dass die Berufung und die Bestimmung, dass die voll zum Zug kommt für sein Volk. Und lass mich jetzt fragen, liebe Frauen, Ehefrauen, ein Mann, der Initiativen ergreift wie Jesus, ein Mann, wo selber sein Leben hergibt, wo geistlich die Initiativen ergreift. Ein Mann, der alles daran setzt, dass du kannst in deine Entfaltung hineinkommen, in die, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, dass sich das entfalten kann. Bist du für das? Sind wir für das? Wer ist für das? Ich mal hängen. Schon. Wer ist dagegen? Wer findet das keine gute Idee? Das kann ja sein. Also Männer, sehen wir. What do women want? Was wollen Frauen? Das ist die Idee. Du bist Pastor von deiner Ehe und ich werde dich fragen, bettest du mit deiner Frau? Das hast du beim Essen. Immerhin. Schön. Wie wäre es vielleicht auch vor ins Bett gehen? Oder wenn wirklich etwas Schwieriges kommt auf euch zu, kennst du die Power, kennst du die Kraft, herzusitzen, ihre Hand zu nehmen und dann sagen, Jesus, wir kommen jetzt vor dich. Du sagst, ich fühle mich so dumm, einfach. Ich weiß nicht mal recht, wie einen Satz sagen. Und ich bin so schlecht im Betten, das klingt einfach lächerlich, oder? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Das ist mir kein Meister vom Himmel gefallen. Fang einfach mal an. Fang mal an, mit deiner Frau zu beten. Und auch als Single kannst du das schon üben, hast du gewusst? Unsere Gesellschaft, die sagt uns leider, hey, du bist einfach der Peter Pan, oder? Nie erwachsen werden, immer so im Neverland rumflattern, gamen und so weiter, oder? Und irgendwann ist dann plötzlich wirst du zum Super-Ehemann. Das passiert einfach so automatisch, oder? Aber jetzt ist Zeit, um dich vorzubereiten. Jetzt ist Zeit, um das Wort Gottes zu lesen. Jetzt ist Zeit, um beten, über beten mit anderen. Jetzt ist Zeit, um das vorzubereiten. Und unser Problem ist, dass wir Männer halt oft so ein bisschen unter einem Adam-Syndrom leiden. Weißt du, was Adam-Syndrom ist? Wo im Garten uns beschrieben wird, im Garten Eden, oder? Wo die Schlange gekommen ist und die Eva in ein geistiges Gespräch verwickelt hat. Und dann hat sie ja dann vom Äpfel genommen, heisst es. Und dann hat sie ihrem Mann zu essen gegeben. Und weißt du, wo er war? Es heisst, du kannst lesen, Genesis, also 1. Mose 3, 6. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Also während das Gespräch stattgefunden mit der Schlange, und sagen, hey, weißt du, ich weiß nicht, ob du wirklich kannst Gott trauen. Und sie sagt, Und was hat er gemacht? Er war einfach der. Das ist das Adam-Syndrom. Willst du ein bisschen? Ja. Das ist unsere Problematik. Oder es gibt noch das andere Extrem. Ich nenne das Lamech-Syndrom. Siehst du, Adam war die erste Mimose. Und der Lamech war die erste Macho. Das ist so ein anderes Extrem. Oder? Er sagt, hey, und so. Und das sind so die super religiösen Männer, die sagen, jetzt beten. Jetzt. Und zwar so. Und jetzt machen wir so zusammen Bibel lesen. Und dann irgendwie einfach so religiös, diktatorisch, oder? Deine Vorstellungen. Und das ist ja klar, dass die Frau irgendwann sagt, hey, das ist mir jetzt blöd, oder? Das ist so das Spektrum, und wir sind eingeladen, als Männer Verantwortung zu übernehmen. Oder es ist auch möglich, dass dir Gott eines Tages auch Kind anvertrauen tut. Und als Pastor von der Familie bist du der, der mit dem Kind betet. Als Pastor von der Familie bist du der, der mit einer Bibel liest. Und auch eine Geschichte erzählt. Ja, tu das nicht delegieren, ich bitte dich. Tu das nicht delegieren an die Sonntagsschule. Du bist der, der sagt, wir gehen in den Gottesdienst. Wir fangen die Woche zusammen an, als Familie gehen wir in den Gottesdienst. Du bist der Pastor von der Familie. Und du sagst, hey, das ist einfach eine riesige Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Wir haben vor 10 Jahren ein Training zusammengestellt. Und das kannst du dir mal anschauen. Ich habe kurz ein Video zusammengestellt. Das kann man online. Auf gzb.ch/e-learning findest du eine hilfreiche Einführung in Themen Bibellesen mit Kind und Kind zusammen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum E-Learning-Programm mit dem Thema Bibellesen. Es gibt Erklärungen von Grundlagen, die man auswählen kann. Als christliche Väter und Mütter wünschen wir uns, dass unsere Kinder den himmlischen Vater kennenlernen und eines Tages aus eigenem Entscheid Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen. Und es gibt viele Beispiele, die mit Video illustriert sind. Ich erfahre Gottes Gnade und Liebe. Ich will wirklich das betonen, wie wunderschön Jesus jedes einzelne Kind gemacht hat. 1- bis 2-jähriges Kind. Ich erlebe Gottes Liebe, wenn ich an einfache biblische Wahrheit erinnert wird. Adam, wieso hast du Äpfel gestohlen? Jesus war mit seinen Jüngern auf dem See gewesen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Elternimpuls mit dem Thema Segnen. Was sagt die Bibel zum Thema Segnen? Wie funktioniert Segnen praktisch? Und was sagen gestandene Eltern, was sie für Erfahrungen damit gemacht haben? Traubensaft. Für mich. Ja, das ist auch für dich. Ja. Wir haben Traubensaft, weil Jesus hat gesagt, ich tue mein Blut. Dann gibt es auch ein Quiz, wo man sein Wissen prüfen kann, mit Feedback. Lass dich inspirieren auf www.traubensaft.ch.
www.gzb.ch/e-learning. Das ist zur Verfügung, du kannst dir das anschauen. Und vielleicht willst du einfach noch schauen, wie die Leute vor 10 Jahren ausgesehen haben. So. Aber uns ist so wichtig, dass wir auch einander helfen können. Du bist nicht allein, sondern als Männer wollen wir wirklich auch füreinander da sein. Amen. Amen. Dann gehen wir weiter. Frauen sind auch angesprochen. Und auch dort, sagt der Paulus, es ist so wichtig, dass wir füreinander schauen können. Ältere Frauen, die sich jüngere Frauen investieren. Und ich habe gefreut, dass es auch bei uns in der Gemeinde stattfindet. Und eine Art, wie es stattfindet, sind zum Beispiel Kleingruppen. Und eine Kleingruppe, die wir haben, das ist Patchwork-Kleingruppe. Und die sind gerade amigs nicht mehr. Ich höre sie amigs am Dienstagabend, wenn ich noch einmal vorbereitet bin oder so. Und dann geht es los, oder? Irgendwie eine Freude und Gespräche und Geschäftigkeit. Oder kommen jetzt mit der Nähmaschine. Und Truth, sie leitet die Gruppe und sie hat so ein Mentorinnenherz für die Frauen. Und Ruth, sag doch uns einmal, was begeistert dich am meisten bezüglich dieser Gruppe, die wir haben? Guten Morgen und danke, dass du hast mich eingeladen hast, dass ich bin eine ältere Frau. Alte Geist. Was begeistert mich, ist der Stoff. Der Stoff ist so herzig. Es ist fein Baumwolle und viele Muster und viele Farben. Hm. Aber du meinst das nicht. Das meine ich nicht. Ja, für mich es ist es die Beziehung, das wächst in der Gruppe mit den Frauen, wenn wir Zeit haben zusammen und wir können sitzen und nähen und sprechen. Und für mich zu sehen, dass die Liebe zwischen den Frauen geht größer jedes Mal, ist für mich so begeistert. Wow. Und wenn wir beten in die Situation, das sind nicht so einfach, und wir sehen, dass Gott antwortet, das macht mich so begeistert für die Dinge, die wir machen. Ja, ey, so großartig. Und du merkst, wie das so einen Unterschied macht. Und also wie... Moment, schnell. Genau, wie Gott das Leben von anderen bereichert oder so? In der Gruppe, wir haben Frauen von allen verschiedenen Teilen auf dem Leben. Und es für mich ist wunderbar, dass ich mit älteren Frauen lernen und mit jüngeren Frauen genießen die Zeit und dass Gott durch mich können seine Leben geben zum die anderen. Wow, hey, so gut. Und für dich selber kannst du auch etwas daraus nehmen? Wie ist das für dich? Ja, wenn wir machen so schöne Dinge und dann es ist gegeben als Geschenk oder es ist in ein Haus gestellt für diese Frauen und das gibt so viele gute Fühlungen in der Seele, wenn du hast es selbst gemacht und die Bibel sagt, dass wir sind wie Gott und Gott ist Kreator. Mm. So, wenn wir machen das ist eine große Segnung. Und wenn wir sehen, was Gott können machen durch diese Zeit zusammen und diesen kleinen Projekten, ist es wunderbar. Hey, super, ich danke dir vielmals, Ruth. Ja. Danke. Ich möchte auch wirklich Frauen unter uns ermutigen, jetzt ganz egal welches Alter. Ich glaube, man findet immer jemanden, oder? Man findet immer jemanden, wo kann Weisheit brauchen, wo das, was man schon selber erlebt hat, wo man etwas weitergeben kann. Und ich möchte auch umgekehrt einfach ermutigen, dass man auch Leute ansprechen, hey, ich habe ein paar Fragen, kann ich mal mit dir zusammensitzen? Der Paulus schreibt nämlich, wenn wir weitergehen, Titus 2, entsprechendes gilt für die älteren Frauen, auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, um sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Das ist ein Moment.
Ich sehe schon, der Paulus, der tut das Patriarchat festigen. Er will, dass die Frauen einfach hinter den Herd gehen. Und ich sage, ja, kommt darauf an, was für ein Herd das ist, oder? Wenn du irgendwie so ein Molteni-Luxus-Herd hast, ich weiß nicht. Nein, auf jeden Fall, wenn man so Stellen lesen, dann kommt gerade so ein bisschen mit Angst, oder? Weil vieles, was die Bibel sagt, ist nicht politisch korrekt. Ist das so? Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, also mit dem und mit dem kann ich mich gar nicht einverstanden erklären. Und ich sage, super, das ist gut. Weil das ist ein Zeichen, dass das Wort Gottes, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist. Wenn wir zu allem könnten Ja sagen und sagen, ja, das ist genau, das habe ich auch gedacht, dann wäre es ja definitiv Mensch gemacht. Wenn es irgendeine Zeit gegeben hätte oder eine Zivilisation, die das Buch genommen hätte und gesagt hätte, ja, ich bin mit allem völlig einverstanden, check, dann kannst du sicher sein, dass es Mensch geschrieben ist. Oder? Es ist genau ein Hinweis, dass, und du kannst, es ist so, du kannst das Buch zu jeder Zeit, jede Gesellschaft rein tun und es wird überall Punkte geben, andere Punkte, nicht die gleichen Punkte, wo man sich daran reibt, oder? Aber dann weisst du, dass du wirklich ein Gegenüber hast. Dass da wirklich etwas von außen reinkommt. Weil in der Bibel kommt keiner gut weg. Es gibt nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sagt, ja, die sind super oder dann ist, sondern alle, an allen, alle sind herausgefordert irgendwie. Hast du das auch schon festgestellt? Und das zeigt uns, dass es wirklich von Gott inspiriertes Wort ist. Und von dem ist es gut, wenn es ein bisschen schafft und ein bisschen reibt. Okay? Weil das fordert uns raus. Gut, was machen wir jetzt mit dem? Wieso sagt der Paulus so Sachen gegenüber den Frauen dort? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Damals in Kreta sind im Gegensatz zu anderen Orten sind eigentlich die Frauen schon recht privilegiert gewesen. Sie haben Recht gehabt, sie haben selber können Besitz haben, sie haben recht selbstständig können sein. Also das war wirklich ein Privileg gewesen. Und dann, was auch noch gekommen sind so Einflüsse. In der Geschichtswissenschaft redet man von «The New Roman Woman», von eigentlich den Frauen, die so aus Rom kommen, auch die Lizenz, die Erlaubnis gegeben haben, sie können genauso zügellos sein wie ihre Männer, oder? Und von dem her war die Dekadenz einfach voll im Gang dort. Und es ist möglich, dass der Paulus in dieser Situation ist und sagt, hey, unser Lifestyle ist anders als der in dieser Welt. Wir passen uns nicht dieser Welt an, sondern unser Lifestyle ist anders. Wir fokussieren uns auf Sachen wie Familie. Es ist auch möglich, dass Frauen zum Glauben gekommen sind und dann kommen sie in die Kirche und dort sehen sie Männer, die charakterlich schon weiter sind als ihre Ehemänner. Sie sehen Männer, die geistlich schon weiter sind als die Männer, die sie daheim haben, die vielleicht noch nicht gläubig sind. Und dann ist es möglich, dass es eine gewisse Frustration gibt, oder? Man denkt, ja, und auch eine Respektlosigkeit dann hat am eigenen Mann gegenüber. Und es ist möglich, dass der Paulus auch in diese Situation hinein sagt. Er sagt, sind freundlich und dann euch unterordnen. Mit anderen Worten, zeigt Respekt. Und ich kann euch einfach sagen, liebe Frauen von meinem Männerherz, Respekt ist etwas vom Wichtigsten für einen Mann. Du schiessest ihn mit den Knien rein, wenn du ihn respektlos behandelst. Und durch Nörgeln ist noch nie etwas besser geworden, kann ich sagen. Vielleicht macht er dann ein paar Sachen, aber innerlich fängt er sich an zu distanzieren, wenn ständig fängt sich an zu distanzieren und fängt sich für Sarah auf ablehnen und hassen innerlich. Mach es so wie, ich habe das auch schon mal gesagt, mit den Ratten. Hast du gewusst, dass man Ratten so trainieren kann, dass sie anfangen, Leiterli laufen? Das mag jetzt sonst nicht. Und du kannst kommen, du kannst nörgeln, du kannst sie schlagen, du kannst sie zusammenschießen. Die Ratte wird nie das Leiterli darauf klettern. Aber weißt du, was du machen kannst? Sobald die Ratte die Pfote auf die erste Sprosse hat, kannst du mir ein Zückerli oder etwas geben. Und dann merkt sie ja immer, wenn ich das mache, dann gibt es ein Zückerli, gibt es eine kleine Belohnung. Und dann irgendwann wird die Ratte die Pfote auf die nächste Sprosse tun und dann belohnst du es wieder. Und irgendwann wird die Ratte hochgehen. Vielleicht bist du frustriert mit deinem Mann. Und dann denkst du, hey, da muss doch irgendetwas gehen. Ich kann dir sagen, Ermutigung und die Sachen vorheben,
wo du sagst, das ist noch nicht gut, aber es geht in die richtige Richtung, oder? Wenn er vielleicht einmal anfängt zu beten, oder mal mit dir vielleicht auch die Bibel lesen, oder so. Dann nicht irgendwie gesagt, ja, aber nein, das kannst du nicht so, sondern ermutigen, was ist, und du wirst sehen, dass es dann voll ist. Ist die einzige Möglichkeit. Paulus redet vom Respekt gegenüber Männern. Und der Einwand wegen dem Patriarchat, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber ich frage mich auch, woher kommt der Druck, der ganze Druck, dass Frauen sich möglichst nicht als Familienfrauen beschäftigen. Woher kommt das? Das heißt vielleicht, Michael, du verstehst das nicht. Es geht um Gleichberechtigung. Es geht darum, dass Frauen das Gleiche können wie Männer, dass sie gleich wertschätzt sind wie Männer. Und das sind biblische Werte. Gleiche Wertschätzung, gleiche Rechte. Das sind biblische Werte, aber wenn wir uns die feministische Bewegung anschauen, dann geht es dort eben noch um. Okay, da müssen wir etwas weg abstellen jetzt, oder? Zensiert von der Technik. Die geht's, in der vor allem modernen feministischen Bewegung geht es eben um etwas anderes als einfach nur gleiche Rechte und gleiche Wertschätzung. Ich werde mal einen Text lesen aus den 70er Jahren von der Shulamith Firestone. Ihrem Buch «The Dialectic of Sex, The Case of the Feminist Revolution». Sie sagt dort, und so wie das Endziel der sozialistischen Revolution nicht nur die Abschaffung des ökonomischen Klassenprivilegs, sondern des ökonomischen Klassenunterschieds selbst war, so muss, und das habe ich jetzt hier festgehalten, das Endziel der feministischen Revolution, anders als das der ersten feministischen Bewegung, nicht nur die Abschaffung des männlichen Privilegs, sondern des Geschlechtsunterschieds selbst. Oder? Genitale Unterschiede zwischen Menschen würden kulturell keine Rolle mehr spielen. Das ist das, was wir jetzt haben. Es geht um die Aufhebung von jeglichen Unterschied. Und sie sagt dann noch weiter, das ist jetzt nicht auf dem Slide, aber das lese ich gleich noch. Eine Rückkehr zu einer ungehinderten Pansexualität, Freuds polymorphe Perversität, schreibt sich Klammern, würde wahrscheinlich die Hetero-, Homo- und Bisexualität ablösen. Die Fortpflanzung der Spezies durch ein Geschlecht zum Nutzen beider würde durch zumindest die Möglichkeit der künstlichen Fortpflanzung ersetzt. Kinder würden von beiden Geschlechtern gleichermaßen oder unabhängig von einem der beiden geboren, wie immer man das sehen will. Die Abhängigkeit des Kindes von der Mutter und umgekehrt würde einer stark verkürzten Abhängigkeit einer kleineren Gruppe anderer im Allgemeinen weichen und jede verbleibende Unterlegenheit gegenüber Erwachsenen in der Körperkraft würde kulturell kompensiert. Die Arbeitsteilung würde durch die völlige Abschaffung der Arbeit, durch die Kybernetik beendet werden. Und jetzt das ist wieder ein Schlüsselsatz. Die Tyrannei der biologischen Familie würde gebrochen werden. Es ist interessant, oder, dass der Feminismus traditionell die biologische Familie als eine Bedrohung sieht. Das siehst du auch bei Denkern wie Karl Marx und so weiter, viele vom 19. und vom 20. Jahrhundert sehen die Familie als Feind. Und das ist auch das, wo uns irgendwo entgegenkommt. Wir merken, irgendetwas stimmt nicht mit dieser Bewegung. Und ich weiss nicht, ich habe den Eindruck, dass so Leute wie die Shulamith, ich glaube, die sehnen sich irgendwo nach dem Auferstehungslieb, wo wir mal in der Zukunft als Verheißung haben, oder? Der Lieb, wo wir dann keine Limitationen mehr haben, wo wir nicht mehr eingebunden sind, oder? Ich glaube, es ist eine Sehnsucht nach dem, und das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Das Problem ist nur, wenn wir das hier versuchen, auf der Erde durchzustieren, gegen Gottes Ordnung, und einfach alles auflösen, alles aufheben, und dann denken, das ist Freiheit. Aber Freiheit ist nicht, wenn wir Gottes Ordnung aufheben. Freiheit ist nicht, wenn wir die biologische Familie aufheben. Freiheit ist nicht, wenn wir uns diesen Sachen entziehen, dass Männer als Pastor eingesetzt sind in ihrer Familie und ihrer Ehe. So eine Freiheit, und das ist der letzte Punkt, das ist dort, wo wir uns wie Jesus selber einschränken lassen.
Und dort können wir auch Kraft und Motivation über, das ist Punkt 3, Kraft und Motivation, um wirklich auch das, was jetzt alles gesagt worden ist, dass wir es angehen können als Männer und Frauen. Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Das sind die beiden grossen Gegensätze im Lifestyle von dieser Welt und im Lifestyle, wie es unter dem Volk Gottes ist. Das eine geht immer mehr an den Ort, wo ich einfach meine Begierde, das, was im Moment einfach da ist, dass ich das sofort auslebe. Sexualität, so ist einfach, was gerade kommt, das bin ich, das ist mein authentisches Ich und das muss ich gerade ausleben. Aber Jesus sagt, nein, wir beschränken uns, nicht weil wir gezwungen sind, sondern freiwillig. Wir tun im Jetzt, den wir sehen, und das kostet Mühe und das kostet Kraft, es kostet Disziplin, aber wir dann säen, sodass wir dann im Späteren ernten können. Wir dürfen uns selber einschränken im Jetzt, sodass wir durch Jesus Christus unser Gebiet erweitert haben. Dass wir wachsen in der Freiheit und in der Freude und im Frieden. Das sind zwei völlig gegensätzliche Gedanken und zwei gegensätzliche Lifestyles. Und die sind nicht zu vereinbaren. Es gibt keinen gemeinsamen Grund. Entweder können wir wie Christus, wo Gottes Gnade gezeigt hat und Rettung gebracht hat, uns selber einschränken, selber zum Diener werden und uns von den Begierden dieser Welt abwenden. Oder wir tun das ausleben und im Moment diesen Sachen einfach immer nachgeben. Und dann weiter, und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, das ist wieder das Wort, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und egal, ob du jugendlich bist, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du verwitwet bist, egal, was gerade der Punkt ist, wo du stehst im Leben, das können wir alle anfangen umsetzen, den Lifestyle von Jesus Christus inspiriert. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich meine, wir wissen, das, was wir jetzt hier haben, das ist es noch nicht, oder? Wir haben einen Vorgeschmack. Aber wir können jeden Tag können wir uns wieder neu reingeben. Wir können Verantwortung übernehmen für uns, für unseren Job, für unsere Ehe, für unsere Kinder, für unser Umfeld, für jüngere Menschen, wo wir uns können investieren drin. Das ist der Ruf, den wir haben, der gewaltige Ruf. Und ich lade uns als Gemeinde hier dazu ein, dass wir beten. Gott, ich danke dir vielmals für dein Wort, das uns einfach immer wieder so klare Richtungsweise genau geht. Und aber nicht nur das, wir haben auch Kraft. Ich danke dir vielmals, ich lobe dich dafür. Lass mich einfach noch die Frage stellen. Die gesunde Lehre, ist das etwas, wo du dich regelmäßig auch damit füllst und dem aussetzt? Brauchst du selber einen Mentor oder mehrere? Oder ruft dich Gott jetzt, dass du zu einem Mentor wirst oder zu einer Mentorin umschaust, einfach bereit? Wo ruft dich Gott auf, Verantwortung zu übernehmen? Ich möchte fragen, wenn jemand da ist, der jetzt verstanden hat, dass Jesus Christus da gegenwärtig ist und dich persönlich ruft in ein Leben von der Nachfolge,
dann kannst du das jetzt auch anfangen. Du kannst das ganz simpel durch das Gebet bekennen, wo du ihm Danke sagst für das, was er gemacht hat. Und wo du ihn annimmst als dein Herr und Erlöser. Du kannst jetzt einfach beten, hey Jesus, ich danke dir, dass du mich gemacht hast, gerufen hast. Und ich bitte dich einfach um Vergebung, dass ich einfach bis jetzt meinen Impulsen nachgefolgt bin und mein Leben gelebt habe. Und ich bitte dich, dass du mir vergisst, mit deinem Leben. Ich werde dir nachfolgen. Im Namen Jesus. Amen.